Das Regio TV Plus ist für euch jetzt in der Messe Basel. Ja, habt ihr richtig gehört und ihr werdet auch staunen, wenn ihr seht, was wir hier machen. Samuel, du bist von der Messe Basel. Die haben euch Gedanken gemacht, leere Räume. Und was dürfen wir hier erleben? Was habt ihr jetzt hier aus dem Boden gestampft? Ja, wir sind seit mehreren Jahren mit den Betreibern im Kontakt und haben eigentlich immer wieder probiert, weil wir haben ja immer wieder Lücken im Terminplan, wo wir probiert haben, etwas zu machen. Und das hat zum Teil geklappt oder fast geklappt. Und jetzt im Sommer ist es wieder so gesehen, dass sie auch die Möglichkeit hatten, an eine Flotte von Karts anzukommen, an die Banden und die Tollen. Und dann hat sich das eins zum anderen ergeben. Und jetzt sind wir seit zwei, drei Wochen sind wir dran. Und, also mehr, vor allem die Betreiber. Und ja, es sieht aus, wie wenn es steht und wie wenn es aufgeht. Wer hat denn jetzt das möglich gemacht? Du hast von den Betreibern geredet, weil zuerst muss man ja mal so eine Karte bauen und das ganze Material und die Bande, das muss ja alles da sein. Wer ist das? Also es ist eigentlich Sundgau Kart. Die haben im Elsass haben die Kartbahn seit 22 Jahren. Und mit ihnen sind wir eben im Kontakt. Sie haben sogar mal ausgestellt an einer Mubar, glaube ich, im 17 und 18. Und die haben es hat zwei Kartbahnen, meinte ich, in der Schweiz, die haben wir jetzt zumachen in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir dort raus, hat sich das ergeben, dass die das Material haben können übernehmen. Und die haben jetzt eine Firma gegründet in Basel. Das ist eine Schweizer Firma, die das betreibt. Und die machen das, ja. Go-Kart-Fahren hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren auch ein bisschen geändert. Und bei mir ist jetzt der Roland. Roland, sag mal, was ist denn jetzt heute anders an den Karts, die hier stehen, als zu denen, die man noch kennt, die es früher gegeben hat? Gut, man hat ja früher schon Elektrokarts gehabt und die heutige Generation die unterscheidet sich vor allem mit den Batterien. Wir haben jetzt hier Lithium-Ionen-Batterien, denen eigentlich die gleichen, die man im Tesla hat oder im Computer, einfach irgendwo in einer anderen Größe. Aber die sind jetzt einfach viel leichter und viel leistungsfähiger. Was braucht es für Anforderungen, dass man fahren darf? Gibt es ein Mindestalter? Muss man einen Viererausweis haben? Oder ist es effektiv auf den Plausch ausgelegt? Das ist tatsächlich so, dass es rein auf den Plausch ausgelegt ist. Und dass es ein Mindestalter ist 14, für, wenn man mit einem vollen Speed fahren will. Und ab 11 kann man dann mit einem geringeren Speed fahren. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Steuerrad, Helm und alles? Ist das permanent, dann wird desinfiziert? Jawohl, das ist richtig so. Ja. Die Helme, die gebraucht worden sind, die werden dann am getrennten Tisch abgelegt und die tun wir alle wieder desinfizieren. Lenkräder auch nach jeder Fahrt, sodass wir hier voll Corona-konform sind. Erzähl mir etwas über die Strecke. Wie lang ist die jetzt? Was ist denn die Höchstgeschwindigkeit, die man machen kann? Und wie verhalten wir sich vor allem auf der Bahn? Man sollte hier nicht dreckeln, wenn man miteinander fährt. Jawohl. Die Streckenlänge die ist 460 Meter, ist also eine sehr lange Bahn für ein Innenverhältnis, für eine Innenbahn. Fast eine Minute Fahrzeit hat man hier pro Runde. Und wir sind natürlich klar ganz scharf darauf, dass die Leute hier anständig auch fahren. Ist auch sehr einfach jetzt mit dieser Bahn, weil sie sehr, sehr breit ist. Also ist in jeder Beziehung dann sehr sicher. Roland, wenn du schon da bist, erzähl mir doch mal noch etwas über die Go-Kart-Bahn im Sundgau. Jawohl, im Sundgau haben wir, wie es der Samuel schon gesagt hat, eine Kartbahn, die seit 22 Jahren ist. Dort draussen haben wir Benzinerkarts, im Gegensatz zu da, wo wir die Elektrokarts haben. Und dort ist natürlich eine Aussenkartbahn, ist etwas anderes. Im Freien, 1,4 Kilometer lange Strecke. Anmeldungen, wie kommt man hier an? Also wir leben von der Walk-in-Kundschaft. Man kommt einfach hier an, ohne Anmeldung kann jeder kommen. Wenn es Gruppen sind, über 10, sind wir vielleicht pro einen Funk oder für eine E-Mail, dass wir irgendwie die können eintragen können. Aber auch sonst ist einfach, kann jeder kommen, ohne Anmeldung. Die Öffnungszeiten die sind vom 2 am Nachmittag bis 10 Uhr abends, jeden Tag. Und am Samstag, Sonntag und Viertag ein bisschen früher, noch fangen wir ein bisschen früher am Morgen. Samuel, die Bahn ist jetzt dann übers Wochenende aufgegangen. Wenn ich jetzt möchte, gerne hier hinkommen, wie sieht das aus unter den neuen Bestimmungen? Darf man überhaupt noch? Wie gross ist die Gruppenanzahl? Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, oder? Event- und Anlassbranche.
Die grosse Problematik ist, dass es ja fast täglich ändert oder wöchentlich. Im Moment, Stand jetzt, ist es so, dass wir also das als Anlass gültet und dass 50 Personen dürfen in die Halle kommen. Grundsätzlich von der Kartbahn aus, so viel ich weiß, oder eben schlussendlich sind die Betreiber, die ja viel dann auch definieren, aber so viel ich weiß, ist muss man sich nicht anmelden, man kann einfach kommen, grundsätzlich. Aber dann eigentlich alle, die hier im Bereich sind, wo sie erfahren, sind sie alle registriert. Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man sich registriert. Name, E-Mail-Adresse und dann, das hängt dann mit der Zeitmessung zusammen. Man bekommt dann eine E-Mail am Schluss, wie die Rundenzeit war und so. Also man hat eigentlich, Contact Tracing wäre zum Beispiel möglich, weil man wissen, wer zu welcher Zeit da war. Oder mehr. Kartbahnbetreiber, ich sage immer. Genau, wir sind so intensiv am Arbeiten, ich habe das Gefühl, ich bin ein Teil davon. Genau.